Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Ich habe mir für heute Abend eine Lehrrede des Buddhas ausgesucht, die 10 Eigenschaften beschreibt, die man braucht, um den spirituellen Pfad zu gehen, um das spirituelle Leben zu leben. Diese 10 Eigenschaften haben wir im Ansatz alle. Aber vielleicht wissen wir gar nicht, wie wichtig sie sind und sind daher vielleicht nicht darauf bedacht, sie zu entwickeln. Und daher könnte uns diese Lehrrede hilfreich sein. Wie das sehr oft der Fall ist in einem indischen Sprachgebrauch, wo der Buddha herkommt, sagt er erst das Negative und dann das Positive über genau dieselbe Sache. Das passiert sehr häufig. Es ist gedacht, um es eindringlicher zu machen. Dasselbe zweimal zu sagen, einmal negativ, einmal positiv. In dieser Lehrrede spricht er zum ehrwürdigen Ananda. Er spricht in vielen, vielen Lehrreden zum ehrwürdigen Ananda. Ananda war sein Cousin und war auch sein Aufwärter 25 Jahre lang. War ihm total ergeben und hatte auch eine Art Pakt mit dem Buddha geschlossen, dass er ihn alle Fragen fragen kann, die ihm hochkommen. Und so sind sehr viele Lehrreden Antworten auf Anandas Fragen. Nach dem Buddha erscheint der Name Ananda am häufigsten im Pali Canon, auf dem die Lehrreden des Buddhas beruhen. Die Lehrrede heißt Bedingungen des Fortschritts. Ich werde sie erst einmal vorlesen und dann erklären. Der Erhabene sprach zum ehrwürdigen Ananda. Nicht möglich, Ananda, ist es für einen Mensch, in diesem spirituellen Leben Fortschritt, Entfaltung und Größe zu erzielen, wenn er ohne Vertrauen ist, sittenlos, unwissend, unbelehrbar, schlechten Umgang pflegt, träge ist, unachtsam, unzufrieden, üblen Ehrgeiz besitzt, falsche Ansichten hat. Das Ananda, ein Mensch, der diese 10 Eigenschaften besitzt, in dieser Lehre Fortschritt, Entfaltung und Größe erzählen kann, ist unmöglich. Das aber Ananda, ein Mensch, der Vertrauen besitzt, Sittlichkeit, Wissen, Belehrbarkeit, edlen Umgang, Willenskraft, Achtsamkeit, der keinen üblen Ehrgeiz hat, Zufriedenheit und rechte Erkenntnis besitzt, dass ein solcher in dieser Lehre Fortschritt, Entfaltung und Größe erzielen kann, das ist wohl möglich. Also einmal, wie es nicht möglich ist und einmal, wie es ja möglich ist. Und wie ich schon sagte, wir haben alle diese Eigenschaften und einige davon wahrscheinlich stärker als andere. Aber vielleicht ist es doch bedeutsam, einmal zu wissen, wie wichtig diese Eigenschaften sind, sodass wir uns mehr auf sie konzentrieren können. Sie weder für selbstverständlich annehmen, dass wir sie haben, in gewissem Maße, und auch, dass wir uns ihnen so nähern, dass wir sie erkennen in uns und daher dann fördern können. Hier ist bei diesen Eigenschaften Achtsamkeit an 7. Stelle, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil Achtsamkeit meistens an 1. Stelle steht. Achtsamkeit ist der erste von den 7 Erleuchtungsfaktoren und steht immer wieder an 1. Stelle, um überhaupt einmal irgendetwas in sich zu erkennen. Achtsamkeit können wir vergleichmäßig auch nennen, sich selbst erkennen. Auf sich selbst aufpassen, aber vor allen Dingen sich selbst erkennen. Das ist nicht ganz einfach. Den meisten Menschen fällt das furchtbar schwer. Wir sehen in uns einige Dinge. Wir sehen in uns die Dinge, die wir gern haben, an uns, und wir sehen in uns auch natürlich Negativitäten, aber wir glauben, und es ist, glaube ich, keiner davon ausgenommen,
dass diese Negativitäten darauf zurückzuführen sind, dass irgendetwas passiert, was uns nicht passt. Und daher haben wir es nicht gern und dann werden wir negativ. Und dann sagen sicher einige jetzt, naja, was denn? Natürlich, so ist es. Nein, so ist es nicht. Die Negativitäten, die wir in uns haben und die dann zum Vorschein kommen, wenn wir reagieren, sind nichts weiter wie unsere Hindernisse, unsere Schwierigkeiten, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was außen um uns herum vorgeht, sondern nichts anderes sind wie eine Reaktion. Und sobald wir das einmal erkannt haben, können wir den spirituellen Pfad betreten. Vorher ist es unmöglich. Solange wir glauben, außerhalb von uns, andere haben es verursacht, was wir negativ machen, solange haben wir keine Chance. Denn die anderen, die es verursachen, die können wir nicht ändern. Und kein Mensch hat die Möglichkeit, ohne diese Verursachung von außen zu leben. Aber dass wir dann negativ und ablehnend, widerwillig, ärgerlich, wütend, alle diese Eigenschaften von uns geben, das können wir ändern. Das ist veränderlich. Aber da muss man allerdings sich selbst erkennen. Und im Moment, wo man erkennt, dass es nicht nötig ist, negativ zu reagieren, das ist total unnötig, dass man sich nur selbst unglücklich macht damit, in dem Moment hat man einen großen Schritt getan. Kein Mensch hat in irgendetwas Schuld, weder die anderen noch man selbst. Es sind einfach Reaktionen. Wir brauchen niemanden Schuld zu geben an irgendetwas. So wie es ist, ist es. Wir brauchen es aber nicht so zu belassen. Es ist eben mal so, aber es braucht nicht so zu bleiben. Und dazu gehört die Achtsamkeit. Das ist der Kern der Achtsamkeit. Sich selbst zu erkennen und zu wissen. Das ist nicht, dass man nun die Negativitäten unterdrückt, das wäre schädlich. Es ist auch nicht, dass man sich nun einredet, man wäre immer positiv. Das wäre Dummheit. Sondern, dass man erkennt, was man eigentlich macht. Und im Moment, wo man erkennt, was man macht, es so zu ändern, dass es hilfreich ist für ein Selbst und für die Umwelt. Achtsamkeit hat traditionell 4 Grundlagen, so wird sie gelehrt. Und diese 4 Grundlagen sind einmal die Achtsamkeit auf den Körper. Was wir in der Meditation lernen, durch die Achtsamkeit auf den Atem oder die Gehmeditation. Die Bewegung des Atems, die Bewegung des Fußes, diese Bewegung, Körperachtsamkeit. Wenn wir das in der Meditation üben und lernen, so können wir das auch im täglichen Leben sehr gut und sehr häufig anwenden. Dann haben wir die Achtsamkeit auf unsere Emotionen, die Gefühle, die ich bereits eben schon angeschnitten habe, dass wir wissen, dass wir ärgerlich werden, weil wir Ärger in uns haben und nicht, weil irgendjemand etwas macht, was uns nicht passt. Dass der jemand macht, was uns nicht passt, ist nichts anderes wie der Anlasser. Die dritte Grundlage ist die Achtsamkeit auf unsere Gemütsstimmung. Ein ganz wichtiger Teil der Achtsamkeit, aber nicht so einfach. Denn wir haben gewohnheitsmäßige Gemütsstimmungen, an die wir so gewöhnt sind, dass wir glauben, so ist es. Und wenn wir überhaupt noch nicht genau aufgepasst haben, dann glauben wir, alle sind so. Jeder hat diese Gemütsstimmung. Aber das stimmt überhaupt nicht. Jeder hat seine eigenen und ganz andere wahrscheinlich, als wir selbst haben.
sodass wir, wenn wir unsere Gemütsstimmungen gewohnheitsmäßig erkennen und sie sind negativ, sie sind depressiv oder sie sind ablehnend, wir da auch eine Möglichkeit haben, es zu ändern. Und die vierte Grundlage der Achtsamkeit sind die Inhalte unserer Gedanken. Und das lernen wir in der Meditation ganz besonders stark durch das Etikettieren der abschweifenden Gedanken. Sobald wir gelernt haben, die abschweifenden Gedanken in der Meditation ein Etikett aufzukleben, können wir das im täglichen Leben auch tun. Und dann wird uns einmal klar, ganz klar, was in unseren Gedankenprozessen und in unseren Reaktionen eigentlich vorgeht. Und dann wird uns wahrscheinlich auch klar werden, ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, dass es Dummheit ist, sich selbst unglücklich zu machen. Und in dem Moment, wo man das zu sich selbst sagt, ist man auf dem Weg. Vorher nicht. Vorher glaubt man, die Welt, die Politiker, die Eltern, die Nachbarn, die Partner, die Kinder, der Chef, wer immer es sei, sind schuld. Einer von allen oder alle zusammen. Aber im Moment, wo man merkt, dass es Dummheit ist, sich selbst unglücklich zu machen, hat man sich selbst die Wahrheit gesagt. Und dann kann man sich auf den Weg machen. Auf den Weg, der hier genannt wird, spirituelle Leben oder auch die Lehre. Der Buddha hat nicht Buddhismus gelehrt, sondern hat Dhamma gelehrt. Und das Wort Dhamma, auf Sanskrit Dharma, bedeutet die Lehre, die Wahrheit. Es bedeutet die absolute Wahrheit, Naturgesetz. All diese Worte bedeutet es. Ohne Achtsamkeit, ohne auf sich selbst aufzupassen, ist es nicht möglich, den Weg nach innen zu gehen. Der Weg nach innen ist verschüttet durch unsere Gedanken und Reaktionen. Und erst wenn wir auf uns aufpassen, ist es uns möglich, dort innen einmal festzustellen, womit wir eigentlich leben. Unser Innenleben ist unser Leben. Unser Außenleben ist nichts anderes wie der Rahmen. Das Bild ist innen. Und das Bild müssen wir einmal kennenlernen. Ich habe die Achtsamkeit als erstes erklärt, weil sie im Allgemeinen als erstes genannt wird, ist aber hier nicht das Erste. Das Erste ist hier Vertrauen. Und Vertrauen, das bedarf vielleicht sind kalt. Soll man vielleicht das Fenster zumachen? Vielleicht geht es dann besser. Kriegen Sie mich auf der Kassette das auf. Vertrauen ist das Gegenteil von unserem fünften Hindernis, den skeptischen Zweifel. Und der skeptische Zweifel ist auf Selbstbehauptung aufgebaut. Ich weiß, ich kann, ich hab's schon gelesen, ich hab's gehört, ich verstehe und vor allen Dingen, ich weiß besser. Und dieses Ich weiß besser sagen wir vielleicht nicht so, weil es ja nicht sehr höflich ist. Aber innerlich denken wir es. Wir wissen ja sowieso schon alles. Wir haben so viel Information. Was brauchen wir jetzt noch was Neues? Da ist uns wieder der Weg verbaut. Vertrauen bedeutet, dass wir uns hingeben können und dass wir vor allen Dingen
ein Gefühl dafür haben, dass es etwas Höheres gibt, ein höheres Ideal gibt, als das, was wir bis jetzt befolgt haben. Was für Ideale haben wir bis jetzt befolgt? Was immer sie seien, es gibt ein Höheres. Dieses Vertrauen muss entstehen, sonst kann man sich keiner Lehre hingeben. Und dann macht es die Belehrbarkeit unmöglich. Und es gibt Menschen, die nicht belehrbar sind. Dies ist ganz interessant, die werden öfter erwähnt in den Lehrreden des Buddhas. Sie hören zwar die Lehre und verstehen auch, sind intelligent genug, um alles zu verstehen, aber sie leben nicht danach. Das heißt, sie sind nicht belehrbar. Sie werden öfter erwähnt, wir brauchen es gar nicht zu erwähnen, denn das ist die Mehrheit. Es ist nicht so einfach, nach einem Ideal zu leben. Und da wir gewöhnt daran sind, dass wir das Einfache und Angenehme suchen, so ist dieses etwas Schwierige und Kompliziertere und daher auch nicht ganz so angenehme gar nicht so wünschenswert. Die Belehrbarkeit hängt vom Vertrauen ab. Es ist ganz deutlich zu sehen in zum Beispiel den Meditationskursen, dass diejenigen, die genau den Anweisungen folgen, sehr gute Resultate haben. Aber genau, ohne eigene Ideen. Und wie viele sind das schon? Was man da alles schon gelesen hat und gehört hat und versucht hat und rumprobiert hat und sich eingeredet hat, das kommt alles dazwischen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die so überzeugt von ihren Ansichten sind, dass überhaupt nichts zuhören. Aber das sind auch wenige. Die meisten hören zu, aber sind gestört durch all diese Informationen, die sie mit sich rumtragen. Und da braucht man unbedingt Vertrauen, denn Vertrauen gehört zu Liebe. Und wenn die Liebe zu dem Pfad und die Liebe zu der Lehre und die Liebe zu der Praxis nicht entsteht, dann wird man sich weiter mit seinen eigenen Meinungen und Ansichten abgeben. Buddha hat gesagt, dass Meinungen und Ansichten das größte Hindernis sind, um in die Freiheit zu kommen, um wirklich frei zu werden, um die menschliche Problematik zu transzendieren. Wir haben Berge von Meinungen und Ansichten. Wie viele wir davon ablegen können, ist jedem Einzelnen natürlich überlassen. Aber vor allen Dingen ist Vertrauen so wichtig, um einmal zu sehen, dass es vielleicht doch etwas gibt, was ganz außerhalb der weltlichen Tagesmeinung steht. Etwas, das ganz außerhalb vom Marktplatz zu finden ist. Etwas, was wir vielleicht mit etwas Höherem, denn er sagt hier, der Buddha, dass wenn man also diese Eigenschaften hat, kann man Fortschritt, Entfaltung und Größe erzielen. Also es gibt etwas, was wir in uns entfalten können. Er sagt auch ganz deutlich, dass wir alle das Potenzial dazu haben. Jeder Einzelne. Aber es gehört schon allerhand Wahrheitssuche dazu. Die Suche nach Sinn, die Suche nach Wahrheit, das Erkennen, dass jeder Einzelne damit überhaupt nur beschäftigt ist und nicht irgendjemand anders, wer entweder verantwortlich machen können oder es für uns tun kann. Buddha ist ein Wegweiser, hat sich selbst Wegweiser genannt. Und Wegweiser sind sehr hilfreich, aber man muss selber natürlich den Weg antreten. Vertrauen
als ein Gefühl der Hingabe und Liebe. Die nächste Eigenschaft, die genannt wird, ist Sittlichkeit. Wenn wir uns nicht nach den Tugendregeln richten, so haben wir ganz sicher Gewissensbiss und Reue und außerdem eine Disharmonie in unserem täglichen Leben. Die Tugendregeln, keine Lebewesen zu töten, nicht zu nehmen, was nicht gegeben wurde, den sexuellen Missbrauch zu vermeiden, die Lügen und grobe Worte und Schwatzen zu vermeiden und Alkohol und Drogen zu vermeiden und von all dem das Gegenteil zu üben. Es ist sozusagen das Fundament für ein Leben, das sich dann entwickeln kann zu einem hohen Ideal. Diese 5 Tugendregeln hören sich im Prinzip ganz einfach an. Wir kennen sie alle. Sie sind nichts Neues. Du sollst nicht töten. Wer kennt das nicht? Geben ist seliger als nehmen. Wer kennt das nicht? Wir kennen sie alle. Wie weit sie bei uns im täglichen Gedankengut vorhanden sind, das hängt davon ab, wie sehr wir interessiert daran sind, unsere Lebensqualität zu erhöhen und zu erweitern. Lebensqualität ist immer nur unser Innenleben, so wie wir uns innen fühlen. Die Belehrbarkeit, die habe ich schon erwähnt, aber ich möchte es noch einmal erwähnen, hängt enorm davon ab, eigentlich vollkommen, nicht wie intelligent wir sind. Wir sind alle intelligent genug, um das zu verstehen, was ich hier erzähle. Dazu brauchen wir überhaupt nicht intelligent zu sein. Belehrbarkeit hängt davon ab, wie wenig wir unsere Ich-Bezogenheit unterstützt haben wollen. Erst in dem Moment, wo wir uns darüber klar sind, dass es noch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als die, von denen wir wissen, die wir gesehen haben, gehört haben oder von denen wir in der Schule oder Universität gehört haben, erst dann kann es uns möglich sein, etwas so Neues aufzunehmen. Es ist Neuland. Es hat auch nichts damit zu tun, wie viel Information wir schon haben, obwohl Wissen hier auch genannt wird, aber es ist eine andere Art Wissen. Und es hat auch nichts damit zu tun, ob wir noch im Schulalter sind oder ob wir solche Dinge lernen wollen, die man dazu lernt, um seinen Lebensunterhalt zu fristen. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Diese Belehrbarkeit bedeutet, dass wir interessiert sind und gewillt sind, etwas ganz anderes einmal kennenzulernen, als das, wovon die Welt im Allgemeinen spricht. Und es ist nicht einfach, dem nahe zu kommen, denn wir sind natürlich alle beeinflusst davon, wovon die Welt die ganze Zeit redet. Nicht nur die Welt reden, die Menschen reden davon, die Medien reden davon, überall ist man die Beeinflussung da. Aber es gibt etwas ganz anderes, als wovon gesprochen wird. Und es wird auch immer klarer und klarer, obwohl es natürlich immer noch die Minoritäten sind, aber es wird immer klarer und klarer, dass Sinnsuche, die Suche nach dem Sinn des Lebens, einen stärkeren Einfluss auf die Menschen hat. Wie stark, kann ich nicht sagen, aber es wird immer stärker. Weil das, was wir besonders entwickelt haben in diesem Zeitalter, die Technik, die sich schon beinahe verselbstständigt hat, die macht keinen glücklich. Und jeder möchte glücklich sein. Und daher die Sinnsuche, vollkommen richtig. Und ist doch etwas, was absolut zu befürworten ist. Aber
Da muss man sich auch gleich von vornherein klar darüber werden. Wenn ich den wirklichen Sinn des Lebens finden will, dann muss ich auch bereit sein, etwas dafür zu geben. Ich kriege nichts von alleine. Und dieses Geben ist Hingabe, gleich dem Vertrauen, sittliches Benehmen, Achtsamkeit, zu sich selbst wahrhaftig sein. Es sind alles Dinge, die wir vielleicht schon ansatzmäßig gemacht haben, aber viel stärker und tiefer noch machen müssen und durch die Meditation verstärken müssen. Denn nur die Meditation bringt den Geist zur Ruhe und macht ihn einspitzig und scharf. Und erst wenn der Geist zur Ruhe gekommen ist, einspitzig und scharf geworden ist, kann er andere Wahrheiten, andere Perspektiven erkennen. Dann geht er über den Horizont der Ich-Bezogenheit hinaus. Belehrbarkeit ist abhängig von dem Hinausgehen über den Horizont der Ich-Bezogenheit. Da kann, muss der Geist mal dazu sagen, öfter vielleicht sogar, nicht nur mal, ich verstehe es zwar noch nicht, aber ich werde weiter üben, bis ich es erlebe. Und das ist ein äußerst guter Satz, sich vorzusprechen. Und nicht, das verstehe ich nicht, das kann nicht stimmen. Auch das wird oft gesagt. Oder gar nicht, das verstehe ich nicht, sondern das kann nicht stimmen. Wir kriegen auch öfter Briefe darüber, sogar schriftlich. Das kann nicht stimmen. Also es ist nicht nur einfach, was gedacht wird, sondern es wird auch aufgeschrieben. Die Belehrbarkeit hat der Buddha verglichen mit 4 Tongefäßen. Menschen gibt 4 Arten von Tongefäßen. Eine Art von Tongefäß hat unten große Löcher. Da gießt man Wasser rein, läuft gleich wieder raus. Da gießt man das Dhamma, die Lehre, hinein, läuft gleich wieder raus. Kann sich nichts merken. Dann gibt es ein Tongefäß, das hat Risse. Da gießt man das frische Wasser hinein und dann läuft es so allmählich durch die Risse hinaus. Man lernt das Dhamma und nach 2 Wochen hat man alles vergessen. Oder nach 4 Wochen nach dem Kurs meditiert man nicht mehr. Dann gibt es ein Tongefäß, das ist mit, bis oben ran mit abgestandenem Wasser gefüllt. Das hat man eigentlich am meisten. Und da kann man nichts Neues hineingießen, weil es ist sowieso schon voll. Und dann gibt es aber noch ein Tongefäß, das hat weder Löcher noch Risse noch Wasser. Da kann man Wasser hineingießen und dann bleibt es auch drin. Und man kann nur, wir können nur hoffen, dass wir alle zu der letzten Art gehören, wo man frisches Wasser, neue Ideale hineingeben kann, die man dann auch in sich verarbeiten kann. Ein ganz wichtiger Punkt, den der Buddha immer wieder erwähnt, ist edler Umgang. Edle Freunde. Die Freunde, die wir haben, sind auch ein Zeichen dafür, woran wir interessiert sind. Denn nur wenn wir gemeinsame Interessen haben, bleiben wir Freunde. Wenn unsere Interessen nicht mehr gemeinsam sind, so lebt man sich sozusagen auseinander. Wir können also an den Interessen, die unsere Freunde haben, ganz deutlich feststellen, wo unsere Interessen liegen. Was sind unsere Prioritäten? Fußball? Fernsehen? Christliche Mystiker? Religion? Was ist es? Was unsere Freunde am wichtigsten finden, das ist das, was wir auch am wichtigsten finden, sonst hätten wir uns längst auseinandergelebt. Es kann sein, dass unsere Freunde ihre Familie am wichtigsten finden. Das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass wir unsere Familie am wichtigsten finden. Es ist wenigstens schon eine Möglichkeit, der, wenn wir das für wichtig finden und uns demnach auch benehmen, dass wir einen Harmonieherd
schaffen. Denn in vielen Familien besteht dieser Herd der Harmonie nicht. Wenn wir also in der Lage sind, diesen Herd der Harmonie in unserer eigenen Familie zu schaffen, so ist das ein großer Gewinn für die ganze Umwelt. Aber der edle Umgang bedeutet etwas anderes noch. Der edle Umgang, den der Buddha immer wieder erwähnt, sind Menschen, die den spirituellen Pfad begehen, die uns helfen können. Die uns helfen können durch ihre Antworten, durch ihr Beispiel, was auch das eines der wichtigsten Dinge ist natürlich, durch ihre Art und Weise, sich zu reagieren, mit dem Leben fertig zu werden. All diese Dinge ist edler Umgang. Und edler Umgang immer etwas, wo wir etwas lernen können. Das bedeutet nicht, dass wir uns dann selber tadeln müssen, weil wir es noch nicht gelernt haben. Es hat nichts damit zu tun. Wir sollen uns freuen. Wir sollen uns freuen, dass wir etwas gesehen haben, was wir vielleicht auch dann praktizieren können. Der edle Umgang wird vom Buddha genannt das allgemeine Hilfsmittel gegen unsere Hindernisse. Denn nur diese Menschen, die selber diese Hindernisse schon in sich erkannt haben und etwas dagegen getan haben, wie viel ist nicht wichtig, Hauptsache etwas, sind in der Lage, uns zu helfen, etwas gegen unsere eigenen Hindernisse zu tun. Die Hindernisse, die in Kurzform Hassgier und Verblendung sind, im Allgemeinen als 5 genannt werden, ich werde sie kurz nennen. Die Begierde nach Sinnesbefriedigung, Übelwollen, Lässigkeit und Trägheit des Geistes, Unruhe und Rastlosigkeit und skeptischer Zweifel. Das sind sozusagen Rubriken oder Themen, 5 Themen, an denen die ganze Menschheit leidet. Sie in sich selbst zu erkennen, ist Achtsamkeit, ist der Weg zu dem spirituellen Leben, sie in sich zu erkennen. Jeder hat irgendetwas von diesen 5. Man muss sie nicht alle 5 haben, die meisten Menschen haben alle 5. Aber auf jeden Fall hat man von irgendetwas mehr als von den anderen. Aber das ist alles kein Grund zur Trauer, im Gegenteil, ist ein Grund zur Freude in dem Moment, wo man sie erkennt. Erst dann kann man etwas tun, wenn sie erkennt. Im Allgemeinen, wenn wir Übelwollen in uns spüren, dann glauben wir, dass wir jemand anders richtig erkannt haben. In Wirklichkeit müssen wir uns selbst richtig erkennen. Es ist von jeher der wichtigste Weg gewesen, erkenne dich selbst. Aber wo ist dieses Selbst und wie macht man das? Das Buddhas Lehre hat Methoden und diese Methoden sind äußerst hilfreich. Wie ich schon sagte, er hat nicht Buddhismus gelehrt und er hat auch nicht Buddhisten gelehrt. Er hat Übende gelehrt. Diejenigen, die üben wollen, Übenden, so hat er sie genannt. Das Wort Buddhismus und Buddhisten ist eine spätere Erfindung. Und wenn man sich damit identifiziert, hat man schon wieder eine neue Absonderung von anderen Menschen, die total unnötig ist. Man braucht nicht noch eine Identifizierung. Wir haben schon genügend Identifizierung. Dann kommt die Willenskraft. Die Willenskraft ist eine von den 7 Erleuchtungsfaktoren und auch die Achtsamkeit. An erster Stelle die Achtsamkeit, an zweiter Stelle die Willenskraft. Die Willenskraft ist eine ganz bedeutsame Eigenschaft. Willenskraft ist vielleicht das Wichtigste, was wir brauchen, denn es ist die Ankurbelung unseres inneren Motors. Es ist nicht unseren Willen durchsetzen,
Das darf man auf keinen Fall falsch verstehen. Es bedeutet auch nicht unseren Willen anderen Menschen aufdrängen, sondern es ist einfach die Kraft, die in uns herrscht, um das durchzuführen, was wir für richtig erkannt haben. Wir sagen, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das heißt, wir haben gute Vorsätze und dann machen wir es nicht. Fehlt die Willenskraft. Alles, was wir tun, was immer es sei, zu allem braucht man Willenskraft. Früh morgens aus dem Bett auszustehen, es braucht Willenskraft. Dich hinzusetzen, zu meditieren, braucht Willenskraft. Um alles, was im Leben vorfällt, gut zu erledigen, braucht man Willenskraft. Aber wenn das alles ist, was wir tun, wenn wir unser Leben gut über die Runden bringen, dann verschwenden wir ein wertvolles menschliches Leben. Denn es ist allzu bald zu Ende. Die Willenskraft, die wir brauchen für diesen Weg, bedeutet, dass wir die Willenskraft dazu verwenden, die wir alle haben, um diesen spirituellen Weg Fortschritt zu machen. Und das ist auch der Sinn eines menschlichen Lebens. Das innere Wachstum, Fortschritt auf dem spirituellen Pfad, das spirituelle Erwachsenwerden. Wachsen und Erwachsen ist dasselbe. Und nur weil wir keine kleinen Kinder mehr sind, sind wir noch nicht erwachsen. Der Buddha hat uns alle mit Kindern verglichen. Hat uns damit verglichen, dass wir wie Kinder sind, die in einem brennenden Haus mit ihren Spielsachen spielen und nicht gewillt sind, aus diesem brennenden Haus herauszuspringen, weil sie ihre Spielsachen nicht loslassen wollen. Bei diesem Gleichnis können wir uns überlegen, welche Spielsachen habe ich so gern, dass ich sie auf keinen Fall abgeben kann. Ganz interessant. Das brennende Haus sind unsere Passionen, in denen wir leben, die uns immer Druck und Stress machen, haben wollen, nicht haben wollen, unzufrieden sein. Mehr wissen wollen, mehr haben wollen. All das, das brennende Haus. In Wirklichkeit ist das brennende Haus überhaupt die ganze Kreislauf von Leben und Tod. Aber das muss man sich erst langsam dem nähern. Aber es ist nicht uninteressant, mal zu untersuchen, welche Spielsachen lasse ich auf keinen Fall los. Die muss ich haben. Und dann mal überlegen, kann ich sie wirklich behalten? Kann ich irgendwo eine Garantie finden, dass sie mein bleiben? Oder könnte es passieren, dass ich sie, obwohl ich sie unbedingt haben will, sie dennoch verliere? Solche Überlegungen sind Kontemplationen, die absolut notwendig sind. Eine von den 5 täglichen Betrachtungen, die heißt, alles, was mein und mir lieb ist, muss sich ändern und entschwinden. Stimmt's? Nachschauen. Nicht glauben. Der Buddha wollte nicht, dass man ihm was glaubt, wollte auch nicht, dass man an irgendetwas zweifelt, er wollte, dass man selber nachschaut. Und das ist wohl auch das Anziehendste an der Lehre des Buddha. Selber nachschauen. Nicht zweifeln, nicht glauben. Nichts zu glauben beim Buddha. Alles selbst zu erleben. Und dieses Selbsterleben und Selbsterkennen hat natürlich gewisse Vorbedingungen. Und hier sind diese Vorbedingungen genannt, die dazu führen, dass man das auch machen kann. Willenskraft als eine der wichtigen Eigenschaften, die es uns ermöglichen, einen Weg zu gehen, der über das Alltägliche hinausführt. Wir brauchen die Willenskraft auch fürs Alltägliche. Das ist ganz klar. Ohne das Alltägliche kommen wir ja überhaupt nicht aus. Solange wir diesen Körper haben, müssen wir im Alltag leben.
aber das lohnt sich nicht als das Einzige für ein menschliches Leben. Der Alltag ist nie befriedigend. Der hat immer Schwierigkeiten. Manchmal gehen die Sachen gut, wunderbar, dann gehen es wieder nicht so gut, nicht so wunderbar. Aber total erfüllend ist das nie. Daher brauchen wir Willenskraft, die uns darüber hinausführt. Es wird auch erwähnt, Wissen. Wissen bedeutet hier nicht diese ganze Information, die uns schon seit Kindheit eingetrichtert wird, die ja auch teilweise hilfreich ist, wo man Vergleiche ziehen kann. Das ist überhaupt ein Zeichen eines intelligenten Geistes, ist, dass er Beziehungen zwischen zwei verschiedenen Arten von Fakten finden kann. Das braucht man auch bei der spirituellen Lehre. Aber das Wissen, was hier gemeint ist, ist ein Wissen um die andersartige Interpretation des Buddhas für ein menschliches Leben. Die andersartige Interpretation zeigt ganz neue Gesichtspunkte. Auf allen Ebenen. Auf der Denkebene, auf der Gefühlsebene, auf der Handlungsebene. Die gewöhnliche Interpretation fürs menschliche Leben ist, dass man sich irgendwie behaupten muss. Und dass man Dinge bekommen muss und haben muss, um ein gewisses Fundament zu haben, auf das man sich stützen kann. Die Interpretation des Buddhas für ein menschliches Leben ist genau das Gegenteil. Geben, loslassen, verringern, sodass man eines Tages die Illusion erkennt, unter der wir alle leben. Die Illusion der Identifikation. Sodass dieses Wissen, was uns dahin führen kann, natürlich auch aus einer gewissen Art Information besteht, nämlich die Lehrreden des Buddhas. Und ein großer Teil davon ist in Deutsch zu haben. Die Sprache, in der sie aufgeschrieben wurde, war Pali, eine tote Sprache, eine wie ein Dialekt von Sanskrit, auch eine tote Sprache. Aber sie existieren auf Deutsch. So, aber das genügt nicht, sie zu lesen. Und das ist auch eine interessante Anweisung des Buddhas. Er sagt zum Beispiel hier in einer anderen Lehrrede, dass wenn er eine Lehre gibt und wenn man sie selbst im Gedächtnis bewahrt, aber nicht ihren Sinn erforscht und dann nicht der Lehre gemäß lebt, dass es dann überhaupt keinen Sinn gehabt hat, sich mit der Lehre zu beschäftigen. Das heißt also, man muss es sich erstmal merken. Und dann muss man den Sinn erforschen. Nicht einfach nur die Worte. Die Worte sind das Wenigste daran. Und dann muss man noch dafür suchen, danach zu leben. Dass man nicht gleich alles nachvollziehen kann und umsetzen kann, ist klar. Aber man muss wenigstens versuchen. Nur dann hat es seinen Sinn. Die Worte, die benutzt werden in den Lehrreden und auch von mir, sind nichts weiter wie Wegweiser. Wir nennen sie die Finger, die zum Mond zeigen, sind niemals der Mond selbst. Hinter den Worten steht der Sinn. Hinter den Worten steht das Gefühl. Und dieses Gefühl kann man nur erkennen, wenn man es selber bekommt. Und dazu gehören diese Eigenschaften, das Vertrauen, die Sittlichkeit, die Fähigkeit der Belehrbarkeit, edler Umgang und Willenskraft, alles gehört dazu.
Denn man spürt erst das Gefühl, was in diesem hohen Ideal steckt, wenn man es selber hat. Wir können nichts erkennen, was wir nicht selbst in uns haben. Darum sagen wir auch, nur ein Buddha erkennt einen Buddha. Das bedeutet, nur ein Erleuchteter erkennt einen Erleuchteten, weil der weiß, wie das ist. Wir erkennen ganz deutlich jemand, der ärgerlich ist. Wir wissen genau, wie sich das abspielt. Haben wir alle schon mitgemacht. Aber einen Buddha zu erkennen, ja, das ist wieder was anderes. Das kriegen wir nicht so leichtfertig, denn wir wissen gar nicht, wie das ist. Das heißt also, wir erkennen das, was in uns ist. Das ist das, was gebraucht wird, um einen spirituellen Pfad wirklich in sich zu verankern und als Priorität zu verstehen. Das Gefühl dafür. Die Priorität des spirituellen Pfades bedeutet nicht, dass man sein tägliches Leben nun vollkommen umkrempeln muss. Es bedeutet, dass man den spirituellen Pfad im täglichen Leben lebt. Das tägliche Leben gibt jegliche Möglichkeiten. Jegliche Möglichkeiten der Sittlichkeit, der bedingungslosen Liebe, der Gebefreudigkeit. Alle diese Möglichkeiten sind im täglichen Leben gegeben. Dann wird noch erwähnt, er soll keinen üblen Ehrgeiz haben. Was ist übler Ehrgeiz? Im Prinzip ist Ehrgeiz immer übel. Wie man bereits aus dem Wort erkennen kann, scheint was mit Geiz zu tun zu haben. Man ist geizig für die eigene Ehre. Übler Ehrgeiz ist natürlich etwas, wo man absolut besser als andere sein will. Und das auf üble Art und Weise versucht. Dieses besser sein wollen, hat nichts damit zu tun, dass wir uns spirituell entwickeln wollen, sondern der üble Ehrgeiz ist so etwas, was man häufig im Geschäftsleben antrifft, wo einer den anderen ausstechen will, damit er eine bessere Position bekommt. Und ganz egal, auf welche Mittel dazu verwendet werden. Diese Art zu leben ist sinnlos. Erstens einmal ist keine Befriedigung da drin, aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste daran ist, dass es so kurzlebig ist und so kurzfristig überhaupt nur etwas bringt, dass das Leben nie erfüllend sein kann. Und daher ist eine der anderen Eigenschaften, die eine Bedingung des Fortschritts ist, ist Zufriedenheit. Zufriedenheit mit dem, wie es ist. Wie immer es sei. Deswegen brauchen wir es nicht so zu belassen, wenn es nicht in Ordnung ist. Aber erstmal, so ist es. Das Wort Zufriedenheit bringt ganz deutlich zum Ausdruck, dass es zum Frieden führt. Und das ist das, was jeder sucht. Inneres Glück, inneren Frieden. Dazu gehört Zufriedenheit. Jeder von uns hat so viele Dinge, Situationen, Menschen, für die er äußerst dankbar sein kann. Und meistens vergisst er das alles und denkt an die paar Dinge, die nicht so sind, wie er es gern hätte. Keiner hat 100% alles genau so, wie er es gern hätte. Aber all die Dinge, für die wir dankbar sein können, die Menschen und die Situationen und die Ereignisse, alle unser materieller Wohlstand, alles das, ein Grund zur tiefen Dankbarkeit und Zufriedenheit. Und in einem zufriedenen Menschen ist der Geist viel ruhiger. Er sucht nicht andauernd nach irgendwelchen Auswegen, um
Dinge zu verbessern, die er noch nicht bekommen hat, sondern er wird viel leichter ruhig, kann viel leichter meditieren. Ein zufriedener Geist hat es auch viel einfacher, zum Beispiel sich selbst Liebe zu geben, anderen Menschen Liebe zu geben. Unzufriedenheit bringt Unruhe. Jeder hat irgendetwas, was ihm nicht passt. Na, so ist es dann eben in dem Moment. Es ist überhaupt nichts dran zu ändern in dem Moment. Das, was zu ändern ist, ist unser Innenleben. Das ist veränderbar. Und wenn wir dieses Innenleben verändern und die Prioritäten verändern, nicht das Haben wollen an die Spitze stellen, sondern das Geben wollen an die Spitze stellen, dann ist die Zufriedenheit auch viel leichter zu erreichen. Weil geben ist einfach. Man braucht nur zu tun. Bekommen ist nicht so einfach. Da steht vielleicht jemand im Weg, der es selber haben will oder es nicht hergibt. Es ist viel einfacher zu verschenken, als geschenkt haben wollen. Es ist viel einfacher zu lieben, als geliebt werden zu wollen. Und dennoch suchen alle Menschen den schwierigeren Weg und sind unzufrieden, weil es nicht funktioniert. Es kann nicht funktionieren. Der andere Weg funktioniert. Das ist die total andere Interpretation des menschlichen Lebens, die uns der Buddha offeriert. Offeriert uns das als eine Möglichkeit des Ausprobierens. Und wenn wir es einmal ausprobiert haben, merken wir auch, dass es funktioniert. Aber man muss sich erstmal dazu durchringen, das auch auszuprobieren. Und dann spricht er noch von rechter Erkenntnis als letztes. Rechte Erkenntnis bedeutet Einsicht, Klarblick. Es ist sozusagen das Ziel der ganzen Lehre. Es ist nicht nur das Ziel der buddhistischen Lehre. Es ist das Ziel jeder spirituellen Lehre. Wir können dasselbe bei Meister Eckhart und Johannes Tauler nachlesen. Wir können es bei Teresa von Avila lesen. Wir können es, wo immer wir wollen, christliche Mystiker uns begegnen. Es ist die rechte Erkenntnis, dass da, wo wir das Ich losgelassen haben, das Gotteserlebnis in uns hineinkommen kann. Aber nur so weit, wie es Ich weg ist. Der Buddha drückt es anders aus. Das sind die Worte von Meister Eckhart, nicht genau zitiert, aber dem Sinne nach. Der Buddha drückt es anders aus. Er sagt, es gibt die Tat, aber keinen Täter. Es gibt das Leid, aber keinen Leidenden. Es gibt den Weg, aber keinen, der ihn beschreitet. Es gibt Nibbana, die vollständige Freiheit, aber keinen, der es erreicht. Das heißt nicht, dass Nibbana nicht gibt. Es muss, die Rechterkenntnis bedeutet, dass wir einer Illusion unterliegen von einer Selbstidentifikation. Und diese Selbstidentifikation bringt alles andere mit sich. Bringt mit sich, dass wir haben wollen, statt geben wollen, dass wir geliebt werden wollen, statt zu lieben, dass wir mehr sein wollen, statt dass wir aufgeben. All das kommt durch diese Illusion. Ich muss doch aber jemand sein oder ich muss doch zeigen, dass ich auch da bin. Wir brauchen gar nicht zu zeigen, dass wir da sind. Wir sind da. Und wir sind genau so da, wie wir eigentlich da sein sollten. Nur wir haben Ideen, wir haben Gedankenmuster, die uns auch schon eingefärscht worden sind, natürlich durch unsere Umwelt. Wir haben Ideen, wer wir sein sollen, wer wir sein können. Und durch diese Ideen haben wir ein Weltbild aufgebaut und ein Selbstbild, das unter Druck steht. Unter Druck, dass dieses Selbst da jemand sein soll. Und daher gibt es kaum einen Menschen,
der wirklich glücklich ist. Denn dieser Druck ist unangenehm. Wir merken ihn aber erst, den Druck, wenn man loslassen. Wenn man total loslassen. Ich vergleiche das immer mit einem Rucksack, der vielleicht 150 Pfund wiegt, den wir auf den Rücken tragen und schon so lange tragen, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir ihn tragen. Und dann stellen wir ihn plötzlich ab. Die Erleichterung ist enorm. Der Druck ist weg. Ich muss das nicht alles mit mir rumtragen. Und das ist rechte Erkenntnis. Aber dazu möchte ich Folgendes sagen. Diese rechte Erkenntnis ist ein Resultat und nicht eine Vorbedingung, um zu praktizieren. Es ist ein Resultat der Praxis. So dass wir vielleicht uns mit den Eigenschaften, die Vorbedingungen sind, mehr beschäftigen sollen. Das Vertrauen, die Sittlichkeit, das Wissen, die Belehrbarkeit, der edle Umgang, die Willenskraft, die Achtsamkeit, keinen üblen Ehrgeiz zu haben und die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit ist ein ganz wichtiger Punkt, genau wie die Willenskraft. Die Zufriedenheit können wir in der Meditation erleben. Aber dazu gehört Konzentration, das muss man erst lernen. Aber die Zufriedenheit könnten wir durch eine andere Art Denken sehr bald einmal in uns hochbringen. Es ist ein Glücksgefühl, zufrieden zu sein. Es ist nicht, bedeutet nicht, selbst zufrieden zu sein. Es bedeutet nicht, dass wir unter der Illusion stehen, dass wir nichts mehr zu tun brauchen. Es bedeutet, dass wir die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Wie immer sie sein. Und sollten wir die Fähigkeiten haben, und auch das Wissen, äußere Dinge um uns herum in irgendeiner Art und Weise zu ändern, so können wir das gerne tun. Aber nicht jammern und schimpfen. Das nützt überhaupt nichts. Und das machen die meisten, vor allen Dingen unsere Zeitungen. Die jammern und schimpfen, wie schlecht alles ist, und was machen sie? Gar nichts, wird nur noch schlechter. Je mehr das Negative in die Welt hinausposaunt wird, desto mehr Negatives ist da, um uns auch zu beeinflussen. Wenn wir was ändern können, sollten wir es tun. In Liebe und Demut. Aber die Hauptsache, die wir ändern können, sind wir selbst. Wir sind die Welt. Und wenn einer von uns sich ändert und Frieden und Glück in sich wirklich etabliert, dann haben wir die Welt geändert. Denn einer ist ein Teil davon, von dem Ganzen. Und dazu kommt noch, dass wir alle aneinander an unserem Leben teilnehmen. Wir wissen von unseren modernen Naturwissenschaften, dass es keine Beobachter, sondern nur Teilnehmer gibt. Wir nehmen alle an allem teil. Wenn einer von uns sich geändert hat und Frieden und Glück in sich geschaffen hat, dann bringt er diesen Frieden und dieses Glück in die Umwelt. Und dann sind wir dabei, unsere Umwelt zu reinigen, zu läutern. Bedeutend eindrucksvoller, als wenn wir unser Plastik und unser Glas sortieren. Was aber nicht heißen soll, dass wir das nicht tun sollen. Wir sollen ruhig weiter sortieren. Aber was wir aus uns herausgeben, das ist unsere Umwelt. Und wie ich schon einmal sagte, der kleinste Platz, wo sich das abspielt, ist die Familie. Da fängt das erstmal an, die Umwelt. Und dann haben wir natürlich den Arbeitsplatz
und alle anderen Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Sodass wir durch dieses Erkennen der Prioritäten uns vielleicht in einer Art Erkenntnispfad begeben können, der hier auch mit rechter Erkenntnis bezeichnet wird. Diese Selbsterkenntnis ist das Höchste, was wir tun können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir die Meditation. Meditation ist kein Zweck an sich, ist ein Mittel zum Zweck. Und dieses Mittel zum Zweck wird gebraucht, um den Geist einmal zu beruhigen und dem Geist eine Möglichkeit zu geben, nach innen zu gehen. Und Zufriedenheit ist ein Erlebnis in der Meditation, aber nicht sofort. Aber wenn es in der Meditation erlebt wird, erkennen wir, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, zufrieden zu sein. Und das ist keine Wünsche zu haben. Wenn man das erlebt, ist das ganz klar. Wenn man das sagt, dann ist vielen Menschen sofort kommt Widerstand. Was? Keine Wünsche haben? Wie soll denn das funktionieren? Das ist ganz einfach im Prinzip. Es gehört überhaupt nichts dazu, als sich hinzugeben, dem, wie es ist. Sich hinzugeben, dem, wie es ist, und dadurch zufrieden zu werden. Wie immer es auch sei. Das ist ein Schritt der Selbstaufgabe, die den meisten Menschen fremd ist. Und daher ist die Sicht des Buddhas eine ganz andere als die Sicht der Welt. Der Buddha hat gesagt, ich hadere nicht mit der Welt, die Welt hadert mit mir. Und das können wir sehr häufig auch erleben, wenn es nicht klar ist, wie sehr zufriedenstellend und glücksbringend das Aufgeben und das Geben ist, viel mehr als das Bekommen und das Werden. Vielleicht genug für heute Abend.